In diesem Teil der Werkstatt fertigen wir die Kollektion für das nächste Jahr an, aber auch Unikate, die wir einzelnen Kunden anbieten. Später vielleicht werden diese in limitierter Auflage produziert. Jedem Unikat versuchen wir, eine eigene Identität zu geben, sei es durch eine Gravur, einen Goldfaden oder Kontraste. Die Herstellung dieses Messers ist technisch sehr anspruchsvoll. Der Griff ist aus einem einzigen Stück Holz gefertigt, in dessen Vertiefung eine gefräste Stahlplatte eingeführt worden ist. Vor einigen Jahren konnte das Unternehmen auf einer Auktion Flugzeugteile der Concorde erwerben. Aus denen haben wir Messer hergestellt, zum Beispiel Taschenmesser, Korkenzieher oder Tischmesser. Des sommeliers, des couteaux fermants, des tables, issus des matériaux du Concorde. On a une pièce qui Dieses Modell diente mir als Vorlage für viele andere Messer. Die Anfertigung dieses Modells hat mir von allen am meisten Spaß gemacht. Es gefällt mir auch am meisten, weil ich auch alles an diesem Messer gemacht habe, von der Stahlklinge, vom Schleifen, der Gravur. Ich habe all meine Fähigkeiten ausgeschöpft. Dieses Messer gefällt mir unheimlich gut. Es ist einzigartig. Es sieht einfach toll aus. Der Griff ist von einem Stoßzahn eines Mammuts. Hier kann man sich verwirklichen auf 4 mm Stahl. Das ist der große Bruder und das ist das Nachfolgemodell. Dieses letzte Modell ist ein Standardmesser. Diesen Prototyp produzieren wir seit einigen Jahren mit gebogener oder gerader Klinge. Die Spitze ist mittig und die Klinge 11 cm lang. Dieses Messer gibt es in verschiedensten Ausführungen. Das Schmuckstück eines jeden Messers sitzt an der Sprungfeder der Klinge. Das Stahlplättchen erhält eine dreieckige Form und wird zu einer Biene geschliffen.